Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Was wollen wir heute machen? Es gibt ein Dorfupdate von mir, es gibt heute eine CK-Analyse von mir und dann machen wir noch ein bis drei Farmangriffe. Ich würde sagen, wir starten dann gleich durch. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Ich hatte ja schon angedroht, dass es ein Dorfupdate gibt. Ich habe meinen King auf Level 31 gebracht. Ihr denkt jetzt bestimmt, oh, der Toto, der gammt hier seine Helden ewig vor. Das ist nicht so. Ich habe euch das gestern Abend mal lautlos mit aufgenommen, wie er auslief. Da konnte ich nur nicht mehr großartig drehen und quatschen. Aber ihr seht das hier. Ich habe euch das kurz einmal eingeblendet, wie er die letzten 20 Sekunden ausläuft und nichts gegammt, alles live, alles in Farbe und vor allen Dingen, wir haben ihn dann gleich auch wieder angestoßen. Ich habe einen einzigen Angriff dann mit meinem King gemacht, den habe ich glaube ich auch noch hier in der Chronik drin. Der war jetzt zwar nicht ganz so gut, aber es war mal einfach, ich wollte einfach meine Truppen auch loswerden, damit ich wieder fröhlich und frei mit meinen Kobolden weiterfarmen kann. Und dementsprechend habe ich hier einfach mal so einen Gulalun genommen auf so ein relativ einfaches Rathaus 11. Ihr seht, das links hat er viele Fallen, so ein paar billige Teslas gehabt. Und da sind meine Mauerbrecher natürlich alle ran verreckt. Ist nicht so tragisch. Ich bin trotzdem noch ganz gut in die Base reingekommen. Habe in der Clanburg allerdings auch nicht die wirklich super Truppen gehabt, muss ich dazu sagen. Aber egal, wir nehmen eigentlich immer das, was wir kriegen können, also nicht unbedingt, was wir brauchen können. Wenn ich ganz spezielle Sachen üben will, dann bediene ich mich meiner anderen Accounts und spende mir in der Regel dann die passenden Sachen schon selber. Die einzigen Sachen, die ich mir nicht selber spenden kann, sind natürlich Sachen von RH10, da ich nur einen RH10 habe. Die anderen sind alle Neuner. Aber es sind alles Maxleuner und dementsprechend könnt ihr mir immer einen Hund geben oder Loons geben oder Riesen geben oder was ich auch immer brauche. Und so waren das hier, war noch nicht mal ein 3-Stern, aber ich wollte einfach mal so einen Gulalun gegen so einen, gegen die Adler-Dev testen und auch gegen weitstehende oder weit auseinanderstehende Dev. Man sieht, ich schaff's gar nicht bis zum Ende, macht aber nichts, ich habe am Ende trotzdem ganz guten Lot bekommen für mich. Da ich ja wieder farmen wollte, war jetzt Gold und Elex für mich an erster Stelle, denn meine Bauarbeiter laufen so langsam aus und ich muss wieder ein bisschen Gold scheffeln. Der King hat sich dann auch gleich wieder hingelegt auf Level 32 und läuft jetzt noch 6 Tage, 2 Stunden. Das wird er wahrscheinlich nicht laufen, weil ich ihn vielleicht gammen will. Wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben wollt, gamm ihn nicht, was auch immer. Vielleicht höre ich ja mal auf euch oder ich höre dann auf mein Herz im CK. Denn die CK-Analyse ist wie folgt. Wir haben einen Gegner aus den Philippinen erwischt. Haben auf unserer Seite, machen wir es mal unsere Seite, wir haben bis Nummer 8 Rathaus 11er Accounts. Danach kommen so ein paar Zehner bei uns. Ich bin selber irgendwo immer noch ich bin nicht mehr der Letzte. Hurra, ich bin nicht mehr das letzte RH10. Ich war ja lange Zeit das letzte RH10 oder das erste RH10, je nachdem von welcher Seite man das sieht. Und wir haben also bis 18 runter dann RH10. Der Gegner hat auf seiner Seite, ja tolle Wurst, 13 RH11. Und das sind alles RH11, also die haben alle hier eine Adler-Dev auf Level 2 oder Level 1, je nachdem. Ich habe noch nicht alle Bases durchgeschaut, wie die Helden hier bestückt sind. Also hier sind die Helden dann eher nicht so stark, aber die Base ist natürlich schon stark, gar keine Frage. Und haben dann, ich glaube, der erste Neuner bei uns ist dann mal wie der Avatar. Avatar kann sich dann wieder mal, wie der 20. auch von uns, mit einem RH10 rumschlagen. Natürlich Inferno-Türme auf 3. Die Def RH10-Niveau, ja, sieht ganz gut aus. Das heißt, das ist noch RH9. Hier gibt es so ein paar Sachen, die schon auf
RH10 sind ein Level die Kanone, also noch nicht so viel. Aber er hat 3 X-Bögen, alle auf 4 bzw. auf 3. Also ist schon eine starke Base, auch für den Avatar. Mal gucken, ob er hier was reißen kann oder muss. Unter Umständen zieht er ein bisschen runter auf die RH9er und versucht dort 3 Sterne zu holen. Im ganz unteren Bereich haben wir auf unserer Seite, ich muss kurz switchen, natürlich unsere letzten verbleibenden 3 Achter. Wir haben nur noch 3 Achter, nämlich den Chief, Knockout und den O. Uns gegenüber stehen der hier, tut jetzt nicht zur Sache, ein Achter, was jetzt, so wie ich das sehe, ja, ist ein normaler Achter, ist längst noch nicht ausgebaut. Der Flächenschaden ist noch relativ low, aber er hat schon, die sind auch noch auf 9, die gehen ja bis 10 hoch beim RH8. Also das ist noch ausbaufähig und hier sehen wir sie wieder, die Kanönchen. Hat auch noch ein paar Mauern schwarz, also der ist, glaube ich, noch nicht so lange Rathaus 8. Das habe ich sogar richtig geraten. Er hätte ja seinen wenigstens King bis auf Level 5 bringen können bei Rathaus 7 und die Schweine schon auf 2, aber er ist mal gerade so Rathaus 8 und kann das sicherlich nachholen. Der Chief hat es mit dieser Base als erstes zu tun. Das heißt, es ist ein geraschtes Rathaus mit 2 X-Bogen in der Mitte. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe ja Hoffnung, dass er den auch noch auf Boden stellt. Aber so weh tun die jetzt 3er Drachen auch nicht. Zumal die restliche Luft der 4 natürlich lächerlich ist. Es sind 3, aber es sind immerhin 4 Lars. Und 4 Lars machen auch Schaden, auch wenn nicht sehr viel, aber sie machen halt Schaden. Da muss sich der Chief mal was einfallen lassen, ob er die hier mit dem Bohawk macht oder, also das ist ja jetzt nicht die Kriegsbase, aber ich denke mal, so eine ähnliche wird er haben. Und, aber selber ist das ein kleiner Account. Also der hat jetzt glücklicherweise mal keine vollen Helden und Warden und weiß der Geier, sondern der hat einfach nur ein Scheißdorf. So kann man es nicht anders sagen. Alles, was hier zwischen ist, ist relativ durchwachsen. Wir haben also gute 10er Bases zu verteidigen. Die Helden sind durchschnittlich bei dem Gegner. Da sind unsere Helden sicherlich etwas höher, würde ich sagen. Hier bin ich gerade schon ein bisschen zu hoch. Das sind nämlich schon die ersten 9er. Ich gehe mal nach ganz unten. Gucken wir uns mal den letzten 9er hier an. Das ist jemand, der auch noch nicht so lange 9 ist und wenn ich mir so die Lager begucke, auch gar nicht mal so aktiv ist. Da wird das andere Dorf ja nicht anders aussehen. Und wir sehen es ja auch, kein Angriff, keine Verteidigung. Entweder hat man nur mitgenommen, weil man noch den Platz füllen musste. Also ich denke mal, kann natürlich sein, dass er eben Clankrieg angreift, im Moment nur seine Ressourcen nicht verbraucht. Hat hier auch noch keine ausgebaute Clanburg. Also das sind auch noch leicht zu machende Gegner. Bei uns der 27, der Puppi sieht da schon ganz anders aus und hat aber auch die Helden auch noch nicht so hoch wie sein Gegner, aber hat hier volle 220 Truppen und hat auch mittlerweile eine ganz gute Def zugange. Es dauert halt auch als Grad so 9er. Ihr kennt das selber, wer Rathaus 9, 10, 11 ist, wie lange allein die Lars brauchen oder wie lange man eigentlich schon braucht, um nur die nächsten Devs, die man bekommt, erstmal auf den Level zu bringen, auf den man sie vorher hat. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Bei Rathaus 10 ist mir das gar nicht so aufgefallen und so schwer gefallen. Da gibt es aber auch nicht so viel. Der Sprung von 8 auf 9, da gibt es ja doch richtig viel und richtig lange Sachen. Tesla, Luftabwehr, die laufen alle richtig lange erstmal. Und hinzu kommen auch noch die X-Bögen, wenn man sie denn neu macht. Also das dauert dann schon erstmal lange. Später ist man in der Regel mit seinem Dorf, zumindest mit der Def, immer eher fertig als mit den Helden oder mit den Mauern. Und kann dementsprechend seine Helden weitermachen. Ich werde mit den beiden 9er Chars hier angreifen. Mit den beiden Chars und auch mit dem Char. Mittlerweile habe ich jetzt verraten, wie viel ich hier habe. Allerdings sind das nicht ganz alles meine. Diese beiden hier gehören streng genommen meinen beiden Söhnen. Die haben die mal angefangen. Ich habe die einfach ein bisschen weiter ausgebaut, wollte halt die guten Accounts nicht liegen lassen. Und ab und zu machen sie auch mal einen Farmangriff, wenn sie dann mal wieder an den Account denken, aber eher selten. Und dementsprechend habe ich morgen Abend oder übermorgen früh richtig gut was zu tun. Ich weiß noch nicht, ob ich mit den Charakteren auch samstags angreife oder sonntags. Das sehen wir dann. Das, was wir eigentlich machen, wir haben in 3 Stunden 44 unsere erste Sprungfalle auf einem Maximallevel, nämlich auf Level 5. Und
wollen den ersten nächsten Flächenschaden updaten. Das heißt, wir haben jetzt 5,8 Mille. Ich habe noch 920.000 in der Treasury und wir müssen noch ein bisschen was nachfarmen, denn ich habe vor, den Flächenschaden hier zu machen. Das heißt, der Wizard Tower soll als erstes hochgehen. 10 Tage. Wir brauchen 7.200.000. Die schaffen wir sicherlich. Vor allem mit meinen ultra coolen Farm-Gedöns, was ich hier so habe, was ich natürlich nebenbei gerne mache. Ich sehe das hier gerade. Der könnte uns natürlich auch ein wenig von seinem Dunklen abgeben. Das sind immerhin 4.000. Das ist ja echt nicht schlecht. Die beiden Infernos sind jetzt schon etwas knackiger. Ich würde sagen, ist da was? Den probieren wir einfach mal. Wollen wir mal gucken, was hier geht. Damit wir nicht verlieren, holen wir uns vielleicht schon mal so den ein oder anderen Prozent hier hinten in den Ecken. Und ich würde sagen, wir starten hier. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Aber wir starten hier einfach mal mit unseren Riesen. Kommen wir mal richtig dick rein. Und ich nehme gleich die Clanburg. Dann habe ich die Magier nämlich gleich draußen, nehme meine Queen und hau hier jetzt, jetzt muss ich mal eben schauen, da hat der Minenwerfer zumindest gerade, wo rennen die denn hin, geschossen. Und ich habe natürlich jetzt tollerweise nicht einen einzigen Heilzauber dabei, aber das ist egal. Ich muss hier jetzt erstmal so ein paar Kobolde flitzen lassen, bevor die hier jetzt in die Mitte rennen. Aber die rennen schon richtig gut in die Mitte, würde ich mal so sagen. Und diese Meute hier, die schicke ich immer richtig in Wut rein. Den hier hinten friese ich mal, dann haue ich hier auch noch einen Wut rein und so haben wir hier ganz gutes Dunkles bekommen, glaube ich. Den einen Bohrer kriegen wir leider, denke ich mal, nicht mehr. Das schaffen die Kobolde nicht und ich denke mal, das schaffen auch meine Bogenschützinnen nicht mehr, sich da den einen Bohrer noch zu holen, aber wir haben die 50%. Meine Queen wird da hinten natürlich jetzt sterben. Wir kriegen doch noch so ein, zwei Tropfen Dunkles. Nein, kriegen wir nicht mehr, dann lassen wir sie nicht ganz sterben. 3.249, das sieht gut aus, denn ich will in 3 Tagen eine dunkle Forschung anwerfen, fordere mal eben Truppen an. Und ihr könnt mal wieder erraten, welche dunkle Truppe es denn wird. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viel zur Auswahl für mich, also Lakaien, Schweinereiter oder den Hund. Einer von den dreien wird's, welcher, das werde ich euch vermutlich dann wieder live verraten. 2 Tage, 23 Stunden, das müsste zeitlich jetzt auch die Zeit sein, wie jetzt dieses Video hier zeitlich aufgenommen wird. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen zweiten. Ich habe ja jetzt was an Zaubern verbraucht, glaube ich. Und ich denke mal, den nächsten machen wir dann zauberlos. Und auch clanbuchlos. Ich habe zwar gerade gesehen, ich habe schon wieder Truppen reingekriegt, aber dieser hier, das ist eigentlich genauso einer, den ich suche, der halt viel an Ressourcen für mich hat und noch ein bisschen was Dunkles auch abwirft. Das ist ja auch mal nett. Das holen wir uns hier auch an der Stelle. Und das geht dann auch mal am PC ganz gut. Dieses Gefahr, ihr wisst, dass ich ab und zu mal am PC aufnehme oder aber auch am Tablet. Das sieht man immer dann, wenn das so komisch auseinandergezogen ist, denn mein Tablet gibt diese Auflösung hier nicht ganz her und deswegen sieht das immer so ein bisschen breit gezogen aus bei mir. Ja, dabei belassen wir es einfach. Kurz und knackig, ein paar Ressourcen geholt, 1000 Dunkles dabei, perfekt. So soll das sein, 70.000 haben wir. Wir haben ja eben einmal gesehen, was die Truppen hier kosten. Ich kann verraten, dass ich das Schwarze womöglich noch nicht ganz zusammen habe für die Truppe, die ich updaten will. Vielleicht habe ich es doch zusammen. Ich könnte jetzt ja schon mal den Lava-Hund machen. Der läuft auch nur 12 Tage. Viele andere Truppen laufen ja länger. Aber diese Dunklen laufen erstmal hier 12 Tage. Alle hier hinten, so wie ich das mal so durchgeguckt habe, laufen alle 14 Tage. Der Päcker sowieso jenseits von Gut und Böse. 12 Tage der Drachen, das geht noch. 10 Tage und 12 Tage, denke ich mal, der Babydrachen. Und der Miner braucht auch 10 Tage. Mal schauen. Aber ich denke, es wird eine dunkle Truppe. Denn ich habe genug für den King. Der King kann auch ruhig mal wieder ein bisschen mitkämpfen. Ich will ein paar CKs mitspielen. Will hier am Ball bleiben. Und ihr seht selber in der Zeit, wo ich das Video aufgenommen habe, 28 neue Nachrichten. Wir haben Besuch von einer Legende. Hurra! Obwohl wir natürlich selber schon einige Leute hatten, die selber in Legende waren.
aber der Berti besucht uns ab und zu mal und jetzt ist er schon wieder weg. Okay. War mal in unserem Partnerclan und wir sind aber trotzdem, so wie ich das weiß, 48. Der Cody hat uns doch leider verlassen. Hatte ich ja schon angedroht, dass er im Moment gar nicht spielt oder ganz wenig spielt. Und ist dann heute auch gegangen. Wir haben dadurch 48 Platz, das heißt zwei Platz für zwei gute Leute. Möglichst keine Twinks, sondern es sollen wirklich dann schon Leute sein, die wir absolut nicht kennen. Das sind uns dann eigentlich die Liebsten. Ins Kriegsloch. War ja auch mal einen kurzen Abstecher. Ihr seht's, letzten Clankrieg verloren. Ihr seht's wie? Ja, unentschieden. Nach Prozenten, da konnten wir auch nichts mehr reißen. Wir haben etwas schwächlich im oberen Bereich angegriffen. Das heißt also, man sieht's hier, die Elfer jeweils nur mit einem Stern, die oberen drei. Und hier unten hat dann halt der ein oder andere Stern mehr an den Zehnern gefehlt. Da müssen wir einfach dran arbeiten. Da müssen unsere Elfer dran arbeiten. Die müssen einfach so einen 15er hier einfach mal wegschießen oder so wie es auch hier der Olli gemacht hat, der ist da ganz klar rangegangen, gesagt, so, die 12 geht jetzt auf der 3. Allerdings war das schon zum Ende des Sickers. Ja, war der letzte Angriff. Prozentual war da aber nichts mehr zu machen und dementsprechend haben wir den unglücklich verloren. Ist nicht so tragisch. Wir werden sicherlich wieder in irgendeine Gewinnerspur kommen, in welche auch immer. Wenn euch diese kleine, aber feine Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abo hat, unten gibt es einmal den Button zum Abonnieren. Noch ist er nicht im Bild, aber irgendwann kommt er rein. Und dann verbleibe ich bis zu einer weiteren Folge, die auch schon morgen kommt. Das heißt, am Wochenende versuche ich immer Doppelfolgen zu bringen. Von mir, dem Toto, der da clasht.